Alle Österreicher wollen wissen, was hältst du davon? Du warst ja immer ein koscherter Hund, wenn man das so sagt. Dasselbe, was alle gesagt haben, die alle, die Fußball gespielt haben. Es passiert im Fußball so viel, es passieren Beschimpfungen, beschimpfte Gegner, man wird beschimpft. Aber das muss alles im Rahmen bleiben und es muss alles im Spiel bleiben. Die Art und Weise, wie das der Marco Arnautovic gemacht hat, nach diesem Tor, wo die ganzen Kameras auf ihm hinfahren, weil er das Tor gemacht hat, also das war ganz einfach zu viel. Ich verstehe ihn, die Emotionen gibt es, es wird auch sehr viel geschimpft. Sehr ordinär teilweise, aber das soll nicht an die Öffentlichkeit kommen. In dem Moment, wie er das gemacht hat, ist das ganz einfach zu viel. Und er darf das auch nicht machen, auch nicht in der Art und Weise, weil der Alaba hat ihm schon obedruckt und ihm den Mund zudruckt und eine Kieferspannung gemacht und alles. Und er war noch immer außer sich. Also es war ganz einfach zu viel. Er darf das nicht machen, zu verstehen. Ist es als Fußballer schon, da ist sicher schon im Match was vorgefallen. Einige Male, da waren schon etliche Wickeln und durch den Wickel dann. Aber so wie sie er gebärdet hat, das darf man halt nicht machen, weil da kriegt man wahrscheinlich einen Strafe. Das ist nicht unbedingt das Intelligenteste, wenn man das bei einer UEFA-Live-Übertragung macht, weil da kann man davon ausgehen, dass bei einer Großaufnahme im Fernsehen ist. Ja, das meinst du? 10 Kameras sind auf ihm gerichtet, nicht? Und er hat dann nicht aufgehört zu schimpfen oder zum Reden, was er gesagt hat, weiß ich nicht. Er hätte das nicht machen dürfen und ich befürchte, ich wünsche es uns nicht wie der andere, weil er fördert unser Team, um das geht's. Aber ich befürchte, er wird eine Strafe kriegen.